Wir haben jetzt auch einen Unterstützer, einen Creator-Code, einfach im Fortnite-Item-Shop rechts unten Haubner eintippen, akzeptieren und uns gratis unterstützen. Würde uns auf jeden Fall freuen, wäre ehrenwert. Und ja, danke. Da, guck. Ah ja, LOL! Ehre geht raus an ihn, Mann. Das... Ja, was so los, Leute, hier ist wieder der Benni und der Haubner von Die Badis Zocken zu einem neuen Fortnite-Video und wir haben heute wieder eine Runde Suchen und Verstecken am Start auf einer richtig geilen Map. Das Ganze ist auch in der Videobeschreibung, wer das zocken will, dort findet ihr auf jeden Fall den Code. Wir haben hier auch richtig geil direkt mal eine Skala, eine goldene. Und ich bin schon gespannt. Ja? Da steht, bis 13 haben die anderen Zeit und dann dürfen wir los. Ist perfekt, Mann. Die haben also direkt schon mal den Counter. Ich glaube, das war noch dann ungefähr 2 Minuten, dass die Zeit hatten. Da kommt einer sonst, Digga. Dummes Versteck, Bruder. Ich will hier durchziehen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir warten jetzt mal kurz, dass sich die Leute ein Versteck gegönnt haben und vielleicht hoffentlich auch eins gefunden haben. Und dann rasieren wir ein bisschen. Okay, Leute, die Zeit ist rum. Wir suchen jetzt. Wir haben jetzt knappe 13 Minuten Zeit, um alle Gegner zu finden. Ihr seht auch jetzt hier mal die Map. Die sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Wir haben uns die selbst nicht angeguckt. Ich habe also echt gar keinen Plan, wo hier Verstecke sind, wo sich hier Gegner verstecken. Ich hoffe mal, wir übersehen keine. Und ich glaube, wir müssen 14 Leute finden. Ich hoffe, das sind auch keine Geheimverstecke. Also, das wäre auf jeden Fall belastend. Du gehst das Haus durch. Ich hoffe mal, du übersiehst keinen. Sonst ist das deine Schuld, wenn wir verlieren. Ja, genau. Ich meine, Alter, als ob, kann man hier auf die... Nee, oder? Beim letzten Mal hat sie echt saugut funktioniert und wir haben eigentlich alle gefunden, bis auf... Ja, nee. Ja, habt's gesehen, das war ein bisschen faily, aber es hat Bock gemacht, also wir hoffen mal, ihr wollt sowas öfter sehen. Und ja, okay, kann man hier hochjumpen? Das kann man safe hoch. Wo gibt's oben vielleicht ein cooles Versteck? Ach, ich weiß nicht. Ups! Ich schaff's nicht, ich bin einfach zu dick. Ich hoffe mal, die anderen sind auch hochgekommen. Oh, direkt 2 gefunden. Oh, nice, Mann. Die hat man auch hier gut rumsteppen hören. Da oben kommt man auch safe irgendwie hoch, hä? Und den nächsten, 3 Stück. Nice, nice, nice. Warte, da steppt ja so ein 31er. Ich höre auch einen. Ja, ja, Kollege, das ist nicht so klug. Jetzt weiß ich, dass du irgendwo hier am Start bist. Warte, hinter den Kontinenten. Hast du dir gedacht, dass ich dich nicht sehe, Kollege? Nicht mit mir. Ich wette, dass hier oben irgendwo der eine Typ. Also ich habe schon meinen ersten gefunden, das ist nice. Ja. Die Treppe ist keiner, okay. Übrigens, das ist eine Zelda-Map. Ocarina of Time Kakariko, glaube ich. Okay. So, wenn ich gelesen habe. Ja, ja, du bist ja kein Zelda-Spieler, Mann. So, warte, braucht man hier, kann man hier raus? Nee. Hey, ich habe mir gedacht, ich habe hier noch einen gehört. Okay, du hast. Hier gibt es auch. 2 Stück gefunden, oder? 3. 3 Stück, okay. 4 haben wir. Oh ja, du machst. Hier gibt es auch ich seh's Baumstämme grade zum Hochspringen. Ah, okay. Hatte hier drin. Hier war ich schon. Glaube ich schon, ja. Aber bei den Baumstämmen, da ist safe was los. Warte, ich mach nochmal einen Double-Check, okay. Da ist safe einer oben. Ich versuche jetzt auch hinzukommen. Ups! Ich bin hier oben. Hier ist keiner. Was? Und du bist ein No-Hand. Warum bin ich No-Hand? Ich komm hoch, easy. Ja, ja. Guck dir das an, der Boss. Hey, aber da war doch einer, der gesteppt hat. Oder bin ich einfach geistig behindert? Ich glaube, hier in dem Gebäude hat wer drin gesteppt, aber ich weiß nicht, wo der sein könnte. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Vielleicht finden wir den Rest und dann ergibt sich das von selbst. Aber das, ey, ich bin komplett verwirrt. Seriös, Mann. So, hier hinter. Ja, Bruder. Okay, bis jetzt, die Verstecke sind noch alle leicht. Ich meine, da oben, der Spot wäre schon richtig geil gewesen. Aber haben wir natürlich entdeckt, obwohl... Okay, das bist du. In den Büschen hast du überall nachgeguckt, ja, oder? Ja, ich habe die meisten abgecheckt. Hier hinten könnte noch einer sein. Oder? Keiner? Was? Geht's hier irgendwo runter? Ey, ich glaube, wir suchen gerade so unkoordiniert, dass wir die Hälfte übersehen werden. Alles klar, bei mir sitzt einer oder backt im Baum drin. Bruder, nee, nicht dein Ernst. Kann ich den töten? Ja, ich kann den töten, zum Glück. Lol, da hat's Bot von ihm. Das war schon böse. Okay, ich habe auch wieder einen. Bruder, da steppt doch einer da hinten. Wo seid ihr denn? Ich schwöre, da hat sich der ein oder andere Auto. Das sind die vielleicht, die respawn sind. Oder sind die respawn sind? Okay, das kann sein. Ich hoffe mal, das sind die. Es wäre belastend, wenn da echt einer unten ist, Mann. Kommt man da hoch? Ja. Ups, nee, da kommt man never ever hoch. Hier drin vielleicht. Ich wette, die haben schon richtig die geilen Spots gefunden, alle. Okay. Wir haben null Plan von hier. Warte, geh kurz an deren Spawn. Ja. Wir haben uns okay, echt hier tanzen alle. Die Map 0,0 angeguckt. Also gut. Warte, wenn bei dir da drüben die Gegner tanzen. Ja, dann die tanzen am Spawn. Dann muss das da unten, da hat sich out of Map geglitscht. Okay, warte. Dann machen wir dann später einen YOLO-Jump, wenn wir den Rest gefunden haben, okay?
Okay. Also da muss einer von uns sich dann quasi opfern und da rausjumpen. Ey, von wo kennt ihr die Glitch-Spots schon wieder? Ey, ich hab null Ahnung von der Map, Mann. So, mal gucken, das ist safe auch wieder so ein Parkour-Dings hier. Komm ich hier hoch? Ich wette, man kann dann hier hochjumpen, obwohl da oben ist kein Versteck, glaube ich, oder? Ist da was? Mann, wo bist du gerade? Ich bin irgendwo, keine Ahnung, Mann. Irgendwo bin ich da durchgelaufen durch so einen Tunnel. Und ja, warte, ich habe 3 Gegner, du hast 4 gefunden, oder? Ja, 7 Stück haben wir erst. Es fehlen noch so viele. Also, Digga, der Kollege da unten, der fuckt mich ja ab. Bruder, komm, bekommst du einen Headshot. Zeig dich nochmal, Kollege. Bruder, mach nicht den! Danke. Und da unten war der Glitch. Da unten, oder ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Der war out of map. Ja, er war einfach out of map. Okay, aber er war ehrenwert und hat sich töten lassen. Da gehen auf jeden Fall die Props raus. Ja, ich meine, das meiste haben wir wahrscheinlich von der Map schon gesehen, oder? Hä? Als ob wir da so viele übersehen haben. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall krank. Guck mal, was sind das für behinderte Gebäude? Da ist nicht mal was drin, da ist kein Versteck drin. Da kann sich ja keiner verstecken. So. Ich habe eher so die Panik, dass die bei den Bäumen irgendwo sind. Ich auch, Mann. So wie die anderen da die ganze Zeit. Hier ist safe einer, oder? Nicht mal. Hä? Da oben? Was haben die für Verstecke? Ich meine, ich sehe bis jetzt kein einzig krasses so. Bis auf das mit dem Holzjump-Dings. Aber ansonsten, wo sind die denn hin? Wie sind die überhaupt draußen? Ich will mal gucken. Ich glaube, ich bin auch. Ja, ich bin draußen. Ich habe die ganze Map definitiv abgeguckt. Ich finde keinen Gegner mehr. Ich hab mich out of map geopfert, hier ist keiner! Hä? Ich denke, ich bin Maximum lost. Ich guck jetzt nochmal an den Spawn. Wie viele sind denn hier? Alle. 3 und 5. Ich hab 4 gefunden und du 4. Ah, ich hab auch 4, stimmt. Ja, passt doch. 8 Gegner, ich glaube es waren 8. Ja. Aber was? Ich komme auf mein Leben nicht klar, was habt ihr übersehen? Ich lauf hier gerade out of map rum und hier ist keiner. Ich check's gar nicht, ich bin absolut lost jetzt. Leute, warum? Was? Wie kann das sein? Jetzt ohne Scheiß. Hä? Noch dazu, wie haben die Verstecke gefunden? Oder ich respawn mal kurz. Respawn mal, du musst mir helfen, ich habe keine Chance sonst. Als ob wir so wenig nur finden. Warte, kann man hier hoch irgendwie? Safe. Ich weiß nicht, ob du da oben warst. Wir hätten da oben sitzen, jetzt haben wir 5 Leute und dann war's das. Und? Hier ist keiner. Hä? Hier oben kommt man auch nicht rauf, da war eine unsichtbare Mauer. Die wollen uns alle verarschen, oder? Hey, die müssen doch irgendein... Da haben wir irgendwas übersehen von der Map? Ich habe keine Ahnung. Irgendein krasses Spot oder so. Ich hab hier schon wieder einen Step gehört, ich bin nicht behindert. Laber kein Scheiß, da ist irgendwo jemand. Hier, genau hier ist wo jemand. Komm nochmal hier hoch, nee, da ist keiner. Hä? Kann man da irgendwo unsichtbar... Hier! Bei mir! Aber ja, hier ist noch einer, komm! Warte, zeig, ich will ihn sehen! Ah. Warte. Hey, Alter, ja, in den Häusern kann man sich nicht verstecken. Guck mal hier rein, hier über dir. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen, Mann. Muss los! Wo ist der? Da hinten. Ich war in dem scheiß Haus drinnen, Mann. Ich habe das nicht gerafft. Ja. Und von mir labern, dass ich was übersehe. Okay, warte, wir haben noch 5 Minuten. Ah, verpiss dich, Mann. Da war gerade ein Huhn. Ruhig. Ein Huhn? Okay. Ja. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, aber wo? Wo? Kann man da unten auch irgendwie rein in das Haus? Ich pack's nicht, Mann. Ich geh nochmal das Gebäude durch, Leute. Aber das ist echt heftig. Ich weiß nicht, wie wir so failen können. Oder was wir falsch machen oder was wir übersehen. Und wie die anderen das gefunden haben, das check ich noch weniger. Irgendwas Krasses übersehen. Hey, warte mal, guck mal auf den Turm, da kommt man oben hoch. Warte mal, wo ich gerade drin bin im Gebäude? Ja. Ja, da war ich glaube ich schon oben, aber ich bin nirgends mal hingekommen. Aber ich check das nochmal ab, okay? Ich gehe da gerade wieder rein. Okay. Komm auch. Ich glaube, hier müssen safe mehr drin sein. Ich bin ganz oben, da ist nichts, Mann. Leute, wir sind so lost! Das ist echt so eine schwierige Map, wenn ihr auch irgendeine geile Suchen und Verstecken Map habt, Leute, dann könnt ihr uns gerne den Code reinposten oder. Echt nix. Den Namen davon. Warte! Kommt man beim Fenster irgendwie raus, wenn man gut springt? Kommt man da oben? Ja, hier ist einer! Guck, ich sag's! Warte, was? Warum? Das musst du mir jetzt zeigen. Ich hab das auch probiert, ich bin da nicht rausgekommen. Easy, Mann. First try bin ich ins Fenster gesprungen. Wie? Von wo? Von der Treppe? Von hier einfach reinspringen. First try, muss los.
Da, guck. Ah ja, lol! Ehre geht raus an ihn, Mann. Das war absolut krank, Mann. So, warte, ich nutze jetzt die Position hier oben aus und snipe jetzt eine Runde. Bist du welche? Nee, ich guck. Da, guck, First Try bin ich hier drinnen. Ey, Mann. Du Noob. Die sind warte. Von hier oben safe weiter gesprungen. Ja. Ich geh mal hier in die Richtung. Komm, okay, Bruder. Ich geh dann in die hier muss jetzt noch einer oben sein. Ey, wenn da ein Typ ist, der ist gotteskrank. Er ist nicht gotteskrank, das ist einfach keiner. Jawohl. Okay, versuch du mal in die andere Richtung, oder waren wir, oder? Ja. Ah, da waren wir, da ist nix. Hä? Irgendwas übersehen wir so richtig krank krass. Mhm. Aber die Verstecke sind halt krank. Das, ey, okay, der Typ da, der hat mich echt hart geflasht. Ich habe mir gedacht, das ist nicht machbar. Aber okay. Okay, wir haben jetzt wie viele? 10. Ja. Also ich glaube mindestens 2 fehlen noch. Ich guck, lass mal nochmal da nach hinten gucken, da ist safe irgendwo einer am Start. Bei den Bäumen, ich sag's dir, da muss einer da sein. Zwei, die haben sich irgendwie hingeglitscht. Da müssen noch mehr sein. Man kann hier echt so dumm reinjumpen, da ist safe noch irgendwo einer im Baum. Hier, bei mir ist noch einer im Baum. Warte, ich kletter gerade da wie Superman irgendwo hoch, Mann. Ja, er ist rausgekommen. Okay, ich guck da jetzt noch mal von unten. Ich bin quasi jetzt auch out of map, also der Spot wäre okay. Eigentlich ziemlich illegal. Aber. Das heißt, wir haben 11 Stück gefunden schon mal. Ja. Warte, ich habe 6, du hast also 5. Ja. 11 Stück. Mit uns beiden sind es 13, dann fehlen 3, oder? Waren wir ja, 16? Ja, kann echt sein. Ja, ich glaube. Wirklich? Aber hier zwischen den Bäumen war wirklich noch einer drin, den hast du nicht gesehen. Okay, ja, belastend. Ey. Warte, hier hat einer getanzt! Bruder, wo bist du? Komm, dann komm zu mir. Ja, warte. Irgendwo hier, über mir direkt, muss einer im Baum stecken. So ein 31er. Ja, geil. Bruder, wo bist du? Komm raus da oben. Da ist einfach eine Jumpfläche. Lol, kommt man da echt wieder. Das ist das gewollt? Nee. Hä? Also ob da einer bei der Jumpfläche da drinnen ist. Wir haben verloren. 3 Sekunden. Ja, ich höre. Game over. Lol, warte, wer hat überlebt? Da. 3 Leute Bomber, haben wir nicht gefunden. Luke und Principal. Wo waren die, Mann? Check ich nicht. Müssen wir jetzt nachgucken. Wir müssen nachgucken, wo die 3 waren. Das gucken wir uns noch an, Leute. So, Leute, wir sind jetzt im Kinomodus und wir gucken uns jetzt mal die ganzen Verstecke nochmal an. Wir haben hier Leon 2534, der ist hier mitten im Baum drin und ihr seht, dass den hat er überhaupt noch gefunden. Aber guckt euch mal das an, wie hätte ich den finden sollen. Also die Verstecke finde ich hart unfair. Digga, siehst du wirklich, dass wir die alle nicht gesehen haben, weil die in den Bäumen drin waren, die anderen? Also die anderen auch alle, nee, oder? Ja, dreh dich mal um. Ich sehe es gerade, lol, okay. Ey, das ist ja gut. Wie soll man die finden? Digga, das war unmöglich. Aber ich muss sagen, an den normalen Verstecken gehen Props an den raus, der oben bei dem Windrad war und sich da versteckt hat. Weil Leute, ohne Scheiß, ihr habt es ja gesehen, die konnte man nicht finden. Die haben sich da irgendwie reingeglitscht. Das war auf jeden Fall belastend an der Map. Und, aber ja, wie es Abner gerade gesagt hat, warte, wir suchen den Typen nochmal kurz raus. Das war schon krank geil von ihm. Warte, ich glaube, hier lebt er noch. Ja, hier. Die Vision by Zero. Du hattest mit Abstand das krasseste und geilste Versteck. Was noch geiler gewesen wäre, wenn dann hier noch einer rübergejumpt wäre und sich da oben versteckt hätte, wäre alles machbar gewesen. Aber trotzdem... Wo? Achso, da? Ja, stimmt. Wäre schon richtig geil gewesen. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir haben uns eigentlich tapfer geschlagen. Wenn ihr also auch eine coole Map habt, schreibt es in die Kommentare rein, die wir mal zocken sollen. Und ja, ich würde sagen, das war's wieder. Lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.